einmal für einen Tag nur Erotikmodel zu sein, sich von seiner besten Seite zu zeigen und sexy Bilder von sich machen zu lassen, die dann garantiert nicht ins Familienalbum gehören. Tja, und dazu braucht man einen Fotografen, in unserem Fall ein Fotografen-Ehepaar aus Viersen, Andrea und Markus. Und die beiden haben sich auf erotische Inszenierung spezialisiert. Sie zeichnen sich durch etwas aus, das gerade für Amateur-Models besonders wichtig ist, nämlich Einfühlungsvermögen. Zwei Frauen auf dem Weg zum Fotoshooting. Andrea Seekirche aus Viersen im Rheinland und das Amateurmodel Nicole. Im Wald lässt die 22-jährige Friseurin erotische Fotos von sich machen, als Geschenk für ihren Freund. Kannst du die Ellbogen ein bisschen einknicken? Ja, aber so. Andersrum, wegen die Arme. Ja, genau. Genau. Und jetzt mit Schulter und Gesicht so zusammenschieben. Wow. Mit ausgestreckten Fingern. Wir sind zur Erotikfotografie gekommen, indem wir uns damals gegenseitig ständig fotografiert haben, versucht erotisch zu wirken, als Mann sowie auch als Frau. Die Bilder haben wir natürlich unseren Freunden gezeigt, die fanden die toll, dann wollten die auch fotografiert werden. So ging das immer weiter und dann auf einmal sprach sich das rum. In einer Mappe haben die Seekirchers ihre besten Bilder gesammelt. Nicole sucht sich daraus ihre Lieblingsmotive aus. Ich persönlich mache aus meinen Kundinnen immer ein Vamp, ein Star, ein Fotomodell. Und ich hole aus den Frauen viele verschiedene Gesichter raus, weil ich der Meinung bin, wir Frauen, wir haben viele Gesichter und nicht nur das eine liebe, brave vielleicht nach außen hin. Wir können auch rassig, frech sein, vampmäßig sein und so stelle ich meine Frauen dar. Für Nicole ist es wichtig, dass sie von einer Frau fotografiert wird. Schnell verliert sie ihre Hemmungen. Vor einem Mann würde sie sich nicht ausziehen. Da haben unsere Kundinnen immer mehr und mehr ein bisschen ausgezogen. Dann kommt das von alleine. Man sagt dann, machen Sie mal die Bluse auf, ziehen Sie die mal über die Schultern, gucken Sie mal ein bisschen sexy oder so, die Hände in die Haare nehmen und dann auf einmal ist die Bluse weg, dann sitzt die Kundin in Wäsche da. Wer sich dann auch noch traut, mal ein paar schöne künstlerische Aktaufnahmen zu machen, dann macht man es. Ich persönlich fotografiere den Mann, sie fotografiert die Frau und wir beide zusammen fotografieren zusammen noch Fotomodelle für Agenturen, für Werbung, für Titelseiten, für die Kosmetik und verschiedene andere Dinge. Einer ihrer Kunden ist Olaf Tänzer, der deutsche Vizemeister im Bodybuilding. Er will zur Weltmeisterschaft. Als Wettkampfathlet braucht er professionelle Aufnahmen von seinem Körper. Der Kampfsportler ist es gewohnt, sich zu präsentieren. Trotzdem überrascht ihn das Ergebnis des Fotoshootings. Und dann kannst du auch mal so machen. Als ich das erste Mal gesehen habe, also diese Fotos von mir, da habe ich nicht geglaubt, dass ich das jetzt sein soll. Weil die wirken doch schon, als wenn sie von irgendeinem Model dargestellt wurden. Und ja, es ist halt komisch, wenn man sieht, dass man selber irgendwie modeln kann, wenn es halt von einem Profi gemacht wird. Okay, prima. Gut. Und ist das schwer so richtig hinnehmen? Genau. Die Hand etwas gedreht, dass ich nicht in die Innenfläche fotografiere. Alles anspannen, auch im Bauch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt. Super. Halt mal dein Schwert genau so in meine Richtung, dass du auf mich zeigst. Durch die lange Zeit, die man halt zusammen mit dem Kunden verbringt, wird es einfach privater und es entsteht dadurch einfach diese lockere Atmosphäre. Es wird zwischendurch auch gelacht, besonders wenn ich die Anweisungen an meine Kundinnen gebe. Lippen leicht öffnen, Bauch einziehen, Brust strecken, Schulter schieben, Kopf hoch und jetzt. Dieses Einziehen, so dass man nachher ein unheimlich perfektes Bild hat.
Die Bilder, die sind zwar in dem Moment total gestellt, man will perfekt aussehen, aber auf den Bildern nachher sieht man total locker und entspannt aus und meistens haben die Kunden einen totalen Muskelkater danach. Für den nächsten Termin verlassen die Seekirchers ihr Studio. Fotoshooting in einer Schweißerwerkstatt. Nadine, eine selbstständige Geschäftsfrau, hat sich diese Location ausgesucht. Sie möchte sich etwas Besonderes gönnen, erotische Fotos von sich in ungewöhnlicher Atmosphäre. Ich freue mich jetzt auf die Bilder total. Ich verstehe. Das ist was Besonderes, das ist nichts Normales. Werkstattbilder, da ist Action drin, da passiert was, da ist Leben drin. Das macht besonders viel Spaß. Die ersten Fotos waren ja auch so, dass ich angezogen war, aber man hat dann einfach so das Vertrauen ganz schnell gehabt, dass man einfach so auch ganz schnell seine Kleidung abgelegt hat. Ich hatte also keine Scheu, mich dann mit nackten Busen zu zeigen oder dann hinterher mal so ganz nackte Aufnahmen zu machen. Das ging also ganz schnell. So ein Fototermin ist auch eine unheimliche Selbstwertsteigerung. Man tut was für sein Ego, für sich selbst, für sein Selbstbewusstsein. Man fühlt sich gut, wenn man rausgeht und so, boah, klasse, das hat mir richtig Spaß gemacht, sagen die meisten. Das war ein richtig schöner Nachmittag.